Hallo Leute, also zwei Tage sind vergangen, seit wir das letzte Mal recorded haben. Und ich zeige euch mal, was sich getan hat. Wir haben hier unsere zweite Farm, die auch noch ein paar Farmer beherbergt. Und wir haben das Haupthaus ausgebaut. Das bedeutet, wir haben hier die Steinmauern und auch die Level 2 Türme bekommen. Und hier nach links habe ich auch zumindest mal angefangen, eine Holzpalisade zu bauen. Einfach nur, damit in Zukunft hier diese Belagerungswerkstatt auch geschützt ist. Und entweder heute Nacht oder spätestens morgen Nacht steht uns vermutlich der nächste Blood Moon bevor. Das heißt, wir werden schauen, dass wir uns dementsprechend in nächster Zeit mal auf Defensive konzentrieren. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass wir Steinmauern am Rand bekommen. Wir sorgen dafür, dass wir ein paar von euch Leuten rekrutieren. Ist dann nur du? Scheinbar. Okay. Okay. Ich dachte, vielleicht hat letzte Nacht wieder jemanden auf dem Weg erwischt, aber scheinbar nicht. So, du wirst dann gleich noch unser neuer Jäger. Und besonders auf der linken Seite wollen wir jetzt nicht nur die Mauer ausbauen, sondern auch noch den zweiten Turm in Angriff nehmen, den wir hier haben. Und wenn sich's ausgeht, würden wir natürlich gerne im Optimalfall hier links rausreiten und uns das Bogenschützen-Upgrade holen. Wenn wir früh genug erkennen, dass es ein Blood Moon ist und wir dann auch noch tatsächlich die Zeit haben, um rauszureiten. Das wäre natürlich super. So. Also die Menge an Landwirtschaft, die wir hier schon haben, funktioniert super. Das macht ein bisschen wieder die Tatsache wett, dass wir den Händler dafür killen mussten. Ich habe aber trotzdem insgesamt nicht vor, allzu lange hier auf dieser Insel zu bleiben. Okay, das scheint kein Blood Moon zu sein. Das heißt, wir müssen die Statue hier drüben auch noch nicht aktivieren. Gut, als nächstes sollten wir den Holzschrein finden und ich bilde mir ein, der war links von uns, nicht wahr nicht? Das heißt, wir wollen vermutlich den mal upgraden. Sehr schön. Also die Steinmauer macht schon einen ordentlichen Unterschied im Vergleich zu den Palisaden. Ich glaube, wir werden hier das linke Portal. Na komm. Komplett ignorieren und uns nur aufs Rechte konzentrieren und so bald wie möglich nach rechts durchbrechen und das Boot mitnehmen. Das haben wir ja schon aktiviert. Oh, okay. Vielleicht war es doch auf der anderen Seite. Im schlimmsten Fall ist es natürlich erst hinter einem von diesen Portalen. Das wäre das Dümmste, was uns passieren kann. So, treiben wir hier mal ein paar Rehe rüber. Wenn unsere Jäger es vermutlich verkacken werden, die dann auch tatsächlich zu schlachten, aber man kann es ja mal versuchen. Oh, nice.
Sehr, sehr cool. Passt. Ich glaube nicht, dass ich die Aussichtsplattformen weiter upgraden will, weil das bindet dann immer mehr Bogenschützen. Ich meine, das Problem ist, wir erwarten ja Flieger für den zweiten Blood Moon. Und das Problem ist, die picken die Leute recht leicht von den Belagerungstürmen, von den Aussichtstürmen. Aber andererseits sind halt die Aussichtstürme auch super hoch und gut dazu geeignet, zurückzuschießen auf diese Flyer. Okay, na dann schauen wir wohl noch rechts raus, bevor es hier Nacht wird. Nehmen euch beide gleich noch mit. Ich bilde mir zumindest ein, dass ich den Holzschrein schon irgendwo auf der zweiten Insel gesehen habe. Oh! Oh, ich habe ihn schon upgradet. Okay. Aber. Ich hätte schwören können, dass er mich gerade nicht das Haupthaus upgraden lassen wollte. Sehr, sehr seltsam. Gut, ist das die Blood Moon Musik? Schaut mir fast so aus. Ja, da ist er. Man sieht ihn nicht ganz gut hinter den Wolken, aber schauen wir mal. Hier auf der rechten Seite haben wir ja gar keine Verteidigung. Ich hoffe, dass die Bauern das gut überstehen. Na, wo ist er denn? Oh, jetzt hat jetzt angefangen. Okay. So, Flieger oder nicht? Das ist die Frage. Also eine creepy Bodenwolke. Okay, ich nehme an, vielleicht auf der anderen Seite. Na gut. Also wenn auf jeden Fall hier Flieger dabei waren, dann waren es zumindest nicht viele. Wir werden hier mal zwei Katapulte bauen und dafür neue Baumeister anheuern. Das war ein bisschen antiklimaktisch, aber gut, soll mir nur recht sein. Okay, na dann schauen wir jetzt mal. Ich hätte schwören können, dass das Ausbauen des Haupthauses mir gerade nicht angeboten wurde, aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur verschaut. Und wir können das eh schon machen. Tatsache. Nicht ganz sicher warum, aber okay, soll sein. So, wir haben die Karte. Oh, warte mal, heißt das, ich kann jetzt mehrere Ritter haben, weil ich ja noch Ritter mit habe? Oh, das ist cool, das sollten wir vermutlich nicht verkacken. Oder es lässt mich dann sowieso wieder nur weniger Ritter rekrutieren, das kann natürlich auch sein. Aber im Moment sieht es mal so aus, als würde dieser eine Ritter, den ich hier mitgenommen habe, bist du eigentlich noch voller Münzen oder hat sich das resettet? Du bist scheinbar noch immer voller Münzen, sehr gut. Es sieht so aus, als wären die Ritter, die ich mitgenommen habe, als würden die nicht gegen das Limit zählen. Was ziemlich cool ist. Okay, dann finden wir jetzt mal raus, wie weit es hier ist bis zum Portal.
Oh wow. Ja, euch beide rekrutieren macht nicht mal Sinn, weil ihr werdet jetzt einfach auf dem Rückweg geschlachtet. Das ist ein ganz schönes Stück, ja. Okay, und hier ist es dann. Ja, interessant, was wir damit machen werden. Nicht ganz sicher. Die Frage ist, ist es vielleicht noch immer eine Option, hier hervorzurücken und das zu unserem Außenposten zu machen? Ich glaube, das ist noch immer eine ziemlich fucking verrückte Idee, aber sie könnte gerade verrückt genug sein, dass sie sich ausgeht. Vorausgesetzt, wir schaffen es, dass ein Baumeister hierher kommt und anfängt, eine Mauer zu bauen, innerhalb eines Tages, bevor er zerrissen wird in der Luft. Das war wahrscheinlich dumm. Du wirst vermutlich genau auf den letzten Metern umgeratzt. Hi. Na gut, dann stellen wir mal ein paar Ritter in Aussicht. Okay, unspektakuläre Nacht. Die Frage ist, die große Frage ist halt, verpassen wir was, wenn wir links das Portal vielleicht nicht einreißen? Und ich will eigentlich nichts verpassen, weil das letzte Mal, als wir uns um optionale Dinge gekümmert haben, wie zum Beispiel diese Karte, haben wir diesen coolen Schrein bekommen. Das heißt, ich bin eigentlich schwer dafür, alles Mögliche zu erforschen, bevor wir weitergehen. Wenn wir das allerdings alles auf die Reihe kriegen, erstens mal ohne einen Ritter zu verlieren, damit wir weiterhin mit mehr Rittern durch die Welt ziehen können, als wir eigentlich haben sollten. Und wenn wir es vor allem auf die Reihe kriegen, bevor der nächste Blood Moon kommt, dann hätte ich damit ehrlich gesagt auch kein Problem. Ich weiß noch nicht, wie genau das mit den Blood Moons funktioniert. Mir kommt nämlich vor, jetzt zum Beispiel war ja eine super ruhige Nacht. Mir kommt vor, dass bei Blood Moons nicht einfach eine random Anzahl von Feinden gespawnt wird, sondern dass da wirklich die Portale quasi entleert werden. Dass also nach einem Blood Moon eigentlich die beste Zeit für einen Gegenschlag wäre, weil in den Tagen danach die Portale einfach noch leer oder nahezu leer zu sein scheinen. Und dann baut sich's quasi langsam wieder auf bis zum nächsten Blood Moon. Was bedeutet, dass es vielleicht an der Zeit wäre, möglichst bald, am besten nach dieser Nacht, Gegenangriffe zu starten. Und wir sollten diesen Ritter am besten vollfüllen mit Münzen. Mir gerade etwas eingefallen. So, du nimm das. Was? Zum Teufel, bist du schon voll? Oder bist du der neue Ritter? Nein. Okay, scheinbar ist dieser Ritter schon voll. Okay, soll sein. Hier ist gerade niemand. Okay, der dürfte sich auch gerade bereichert haben an einem von diesen Feldern. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auf der rechten Seite drei Ritter. Sehe ich das recht? Ja. Schaut ganz so aus. Dann wäre es vielleicht wirklich Zeit, nach heute Nacht einen Gegenangriff zu starten. Im Optimalfall gleich mit allen drei Rittern. Das wäre natürlich super mächtig. Ja, und wir haben schon wieder grenzwertig viel Geld.
Nice. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob's die Katapulte alles in allem wirklich wert sind. Für die Ressourcen, die sie binden, mit zwei Baumeistern und eben dem Katapult selbst. Aber sie sind einfach cool. Okay. Rollout. Ah, und wir können drei Truppen losschicken, weil wir drei Ritter haben. Okay, cool. Das ist sehr, sehr nice. Wenn ihr es schafft, alle drei am Leben zu bleiben, wäre das noch toller, weil. Ich meine, ich weiß nicht, ob sich dieser Trick unendlich oft wiederholen lässt, aber. Vielleicht habe ich dann auf der nächsten Insel einfach vier Ritter. Okay, so gerne ich euch zuschauen würde, ich habe leider anderes Zeug zu machen und es ist außerdem super gefährlich für mich, mit euch mitzugehen, weil der Weg ist so lang und es gibt so wenig Verschnaufpausen für mein Pferd dazwischen, dass das leider nicht wirklich eine Option ist. So. Diese neuen Leutchens, die da kommen, wollen wir vermutlich zu Bogenschützen machen, damit sie unsere rechte Seite auffüllen. Nur für den Fall, dass die Expedition, die ich hier losgeschickt habe, in einem gewaltigen Debakel endet und alles stirbt. Was durchaus möglich ist. Oh, shit, ich soll das Upgrade für die Bogenschützen holen. Oh, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man das ein bisschen früher gemacht hätte. Hat irgendwie welches Geld, das ihr mir geben wollt? Geld, 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 Geld. 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 Niemand von euch. Okay. Egal, sollte auch so reichen. Das ist ein cooler neuer Effekt. Nach wie vor fände ich es schön, wenn sich die Statue selbst. Hallo, ich habe meinen Portal eingerissen Effekt wieder, so wie ich ihn haben wollte. Und noch sind alle Ritter am Leben. Betonung auf noch. Oh Jesus. Ich hoffe mal, das geht gut. Ich hoffe, sie kommen noch zurück. Wenn es jetzt auf einer Seite mehr als ein Portal gibt, ich hoffe nicht, dass sie dann weitergehen und versuchen, noch eins zu reißen. Ich hoffe, dass sie einfach umdrehen. Ich habe das Gefühl, dass was ich hier mache, super gefährlich ist. Und super. Oh, Jesus. Okay, cool. Wollt ihr neue Münzen? Nein. Du willst neue Münzen. Du willst eine neue. Du hast einen. Hast du einen Hit abgekriegt? Und das war's? Wieso haben wir den Blood Moon? Es ist Nacht Nummer 15. Kriegen wir den als Rache dafür, dass wir das Ding eingeschlagen haben? Will ich das überhaupt rausfinden? Sollte ich das überhaupt rausfinden? Hier ist noch ein Lager. Oh Gott, Fragen über Fragen. Die größte Frage ist, wie sehr wird vermutlich in diesem Moment mein Lager auf der linken Seite eingerissen? Und die Antwort ist wahrscheinlich sehr. Aber es schaut so aus, als wäre es jetzt hier mal tatsächlich ruhig, nachdem wir das Portal gerissen haben. Was Sinn macht, wenn der Steg wieder auf der rechten Seite ist und das einzige Portal war, dann sollte das ja auch genauso sein. Okay, das heißt, als erstes müssen wir in Ritter auf der linken Seite investieren. Außerdem in eine neue Mauer. Und wir müssen jetzt überhaupt mal schauen, was sich da zugetragen hat in dieser Nacht. Und wie es mit Verlusten aussieht. Also hier ist nach wie vor alles super duper.
Hat niemand von euch Geld? Okay. Schaut ziemlich gut aus. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Bogenschütze hier runter gefressen wurde und jetzt ein anderer Typ da drauf sitzt. Aber der letzte Bogenschütze hatte auch schon was Blaues an. Ah, okay. Das heißt, du wurdest also zumindest irgendwie getroffen in dieser Nacht. Das heißt, es müsste ein Bogenschütze runter geschossen worden sein, der dann auch wieder von einem blautragenden Bogenschützen ersetzt wurde. Was nicht unmöglich ist, aber ich würde es mal eher unwahrscheinlich nennen. Außerdem von der Anzahl an Bogenschützen schaut so aus, als wäre das eigentlich ziemlich gut gegangen. Okay, cool. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass ich mich entweder bei Blood Moons verzählt habe, was ich nicht glaube, beziehungsweise dass es ein System von Blood Moons gibt, das ich nicht gecheckt habe, oder dass man einen Blood Moon bekommt als Rache dafür, dass man ein Portal einreißt, was sehr gut möglich sein sollte. Und wenn es tatsächlich so ist, dass sich bei jedem Blood Moon quasi Portale entleeren, dann war das erstens wahrscheinlich ein sehr schwacher Blood Moon, weil der letzte Blood Moon ja erst vor ein paar Tagen war. Und andererseits könnte das bedeuten, dass der nächste Blood Moon auch ein bisschen schwächer ausfallen wird. Was natürlich auch wiederum sehr, sehr cool wäre. So, passt. Wir haben ein Portal gerissen. Damit werden wir jetzt im Großen und Ganzen dieses Video beenden. Das nächste Mal gehen wir dann einer wirklichen Expedition an den rechten Rand der Karte nach. Und schauen, dass da jetzt noch alles auf uns wartet. Und vermutlich werden wir dann auch schon wieder damit anfangen, das Schiff in Gang zu setzen für die zweite Insel. Aber bevor wir da an Bord gehen, glaube ich, will ich doch das linke Portal, zumindest ein linkes Portal einreißen und schauen, was es dort hinten gibt. So, und jetzt haben wir auf jeder Seite drei Ritter. Und da müsste es noch einen Ritter geben, der Geld braucht. Okay. Gut, na dann schauen wir mal, ob diese Nacht überhaupt noch was von rechts kommt. Vielleicht ist es nämlich eben auf der rechten Seite eh schon nichts mehr, was Monster ausspuckt. Das wäre natürlich super. Okay, hier gibt es nichts mehr für mich. Hier gibt es noch was. So. Will hier noch jemand Geld, Ritter? Scheinbar nicht. Okay. Schaut gut aus mit der... Nein, da wurde gerade ein Katapult gefeuert, oder? Oder ist es noch ein alter Katapultstein, der einfach nicht entfernt wurde? Na gut, aber zumindest in dieser Nacht scheint nichts von der rechten Seite gekommen zu sein. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass auf der rechten Seite der Weg frei ist. Was bedeutet, wir müssen uns jetzt nur noch um links kümmern. Dafür werden wir vermutlich wieder einen Blood Moon abwarten. Und dann am Tag nach dem Blood Moon gleich ausrücken und das Portal auf der linken Seite auch noch schrotten. Okay, hier scheint es weiter alles okay zu sein. Da wird ein bisschen Mauer repariert. Passt. Gibt es hier noch Geld? Nein. Niemand will Geld. Okay. Dann halt nicht. Perfekt. Gut. Na dann beenden wir diese Episode des Videos. Diesmal werde ich vermutlich keinen Cut zwischen den Episoden machen, weil das nächste, was wir machen müssen, ist sowieso rausreiten und dann sollten es eigentlich nur noch 2-3 Tage bis zum nächsten Blood Moon sein. Das heißt, jetzt geht eh wieder alles Schlag auf Schlag. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und hoffentlich können wir jetzt wirklich wieder so viele Ritter mitnehmen. Oder zumindest wieder... Naja, wahrscheinlich können wir wieder nur 2 mitnehmen. Und dann auf der nächsten Insel haben wir wieder nur 3 insgesamt pro Seite. Was aber nichtsdestotrotz ein Vorteil ist. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das funktioniert. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.